Hallo zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier einen MB-Trag 1000 bis 1100. So sieht das gute Stück aus. Hat einiges zum Einstellen, einiges zum Konfigurieren hier. Und den gucken wir uns mal jetzt kurz an. Genau. 95 PS Standard, 135 Liter Sprit und 40 km/h. Die Felgenfarbe könnt ihr in folgenden Farben ändern. Man kann es natürlich auch so machen und man kann natürlich auch in grün machen. Also ich einiges hier machbar. Die Hauptfarbe könnt ihr ändern. Sieht dann so aus, wie gesagt, in grün. So, jetzt sieht man es ein bisschen deutlicher, was heißt hier die Hauptfarbe ist. Und ihr könnt die Designfarbe, was jetzt hier der Rest ist, könnt ihr auch noch umgestalten. Beispiel hier in dem, ja, Grau, sagen wir es einfach mal so, ne? Oder auch in so einer Bundeswehrfarbe. Würde dann praktisch so aussehen. Machen wir weiter. Reifenhersteller wäre Trelleborg, Mitas, Michelin und wieder Trelleborg. Trelleborg wäre mit Standardreifen, Breitreifen. Pflege 1,5 Spur, sieht dann so aus. Dann hätten wir weitere Möglichkeiten und zwar solche. 1,5 Spur und 3 Meter Spur, sieht dann so aus. Pflege für Rüben, würde dann so aussehen. Pflege und Breitreifen sieht dann so aus. Pflegebereifung alleine. Breitreifen nochmal. Die 2,25 Meter Spur für Kartoffeln sieht dann so aus. Ein bisschen breiter das ganze Ding. Und die Standardreifen. Mitas geht mit Standardreifen, mit Breitreifen, mit Standard. Die zwei sind hier möglich. Und dann hätten wir hier einen Michelin-Reifen. Mit Standard, mit Breitreifen, nochmal Breitreifen, nochmal Pflegebereifung und wieder Standardreifen. Trelleborg hatten wir schon, deshalb gehen wir gleich zum Frontlader, Frontanbau, wäre mit Standard möglich. Frontgewichthalter sieht dann so aus. Da hätten wir 45 Kilo, 135 Kilo, 225 Kilo, 315 Kilo Fronthydraulik. Und Standard. Aufkleber. Können wir mit Standard. Hier oben. Silberdistel. Kommunal Family. Gebraucht oder mit Standard. Dann hätten wir die Scheinwerfer und Verbreiterung. Das ist praktisch hier. Kommen gleich die Scheinwerfer hin. Ihr seht es gleich hier. Und dann hätten wir nämlich noch hier die Verbreiterung hinten. Und gleich vorne war es, glaube ich. Ja, genau. Vorne auch. Ihr seht jetzt hier die Scheinwerfer weg. Oder. Ihr nehmt einfach beides, die Scheinwerfer hier vorne und hinten und diese Verbreiterung hier. Oder halt keins von beiden. Terminals könnt ihr machen. Ihr kommt vorne ein Terminal hin, hier das da. Spurhaltesystem, dann hätten wir hier nochmal zwei andere Terminals auf der Seite. Silo King, ganz da hinten. Und keins. Modausführung. Hätten wir die 1000er Reihe 82 bis 87er mit standardgemäß 95 PS. Dann haben wir hier die 100 PS mit dieser 87 bis 91er Variation und auch einem anderen Schornstein. Hier ändert sich dann auch noch was hier. Dann haben wir die nächste Variante für 5000 Euro. Hier haben wir 110 PS. Ändert sich aber hier jetzt nichts. Dann haben wir hier nochmal einen anderen Schornstein, nehmen wir 140 PS mit Boost 87 bis 91er Baujahr, 160 PS und 180 PS und wieder die 95 PS. Ausstellscheibe könnt ihr hier machen, vorne, dann könnt ihr sie aufmachen. Hinten sieht dann so aus. Oder beide Ausstellscheiben, die könnt ihr dann beide auch öffnen. Und ein Frontlader mit Stoll Super 1 sieht dann so aus. Oder Stoll F30 oder keinen. So. So sieht er aus. Ich habe jetzt hier mal einen mit der Doppelbereifung hier drauf. Ihr seht auch hier schon, hier könnt ihr auch schon mit Simple IC rumbasteln. Hier könnt ihr praktisch das Zugmaul hier praktisch, wenn ich es richtig ausprobiert habe, hoch und runter. Und hier
können wir es noch weiter runterlassen. Ne? Ihr seht, hier geht bis zur Hälfte und hier kommt die andere Hälfte ganz nach oben. Hier bei mir übrigens mit der Taste N, falls jemand wundert und falls es nicht die Dinger nicht da sind, guckt mal, ob der Mod drin ist, beziehungsweise ob es auch aktiviert ist. Müsste dann auch hier oben stehen, wenn es nicht aktiviert ist. Deshalb erstmal das überprüfen, ob das soweit alles richtig ist. Ja. Gut. Okay. Gehen wir mal rein in die Kiste. Können wir auch hier wieder öffnen. Aua. So, die Türe können wir praktisch wieder zumachen. Bei mir übrigens die Taste B hier. Hier können wir das Fenster runterkurbeln. Ne? Allerdings auch ohne Sound. Da kommt nichts raus. Hier könnt ihr die Frontscheibe öffnen, wenn ihr die Frontscheibe-Option reingemacht habt beim Konfigurieren. Hier könnt ihr dann auch nochmal die Scheibe runter machen auf dieser Seite. Und hier könnt ihr auch die Türe nochmal öffnen. Hier auch wieder wie die Frontscheibe kann man hinten so öffnen, wenn ihr die Option gewählt habt. Und hier könnt ihr praktisch noch das Dach nach vorne öffnen und schließen. Und hier könnt ihr es hinten öffnen und schließen. So, ich glaube, wir haben hier alles. Die Hupe vielleicht noch. Na, Standardhupe. Würde ich sagen, gucken wir mal. Okay, die Sache funktioniert. So sieht's aus. So hört sich's an. Der eine Fuß wird gedrückt. Wir gucken gleich mal genau nochmal rein. So, das funktioniert hier. Schläuche sind drin, das passt auch soweit. Passt. Lenkt sich relativ leicht eigentlich. Na, das mag er nicht mehr. So. Scheint auch zu funktionieren hier. Okay. Wenn ich die Anbauteile auch beim Konfigurieren hingemacht habe. Ne? Hier vorne sieht es auch so aus, es ist dran. Aber der obere Arm kommt erst am Schluss raus. Seht ihr das? Genau. So, für innen sieht die Sache jetzt so aus. Lenkt sich relativ gut, relativ schnell, denke ich. Fuß wird gedrückt, der rechte, der linke passiert nichts. So. Bremslicht funktioniert auch. Von hinten sieht es ziemlich schmal aus alles, ne? Würde ich mal sagen. Obwohl er eigentlich schon relativ breit ist. Ups. So. Hüpfen wir mal kurz in den anderen noch rein, dass ihr seht. Wir gucken den mal uns mal kurz an. Das hat jetzt eine andere Farbe, eine andere Konfiguration. Da haben wir ein Gewicht vorne dran. Sieht so aus, finde ich gut gemacht. Hier genau das gleiche. Na, da könnt ihr dann auch diese Dinge hoch und runter schieben. Passt also innen drin. Sieht dann auch so aus. Da habe ich schon die Fenster runter gemacht. Sieht alles genau gleich aus, nur halt eine andere Konfiguration wie der hier. So, dann gucken wir mal geschwind, wie die Sache im Dunkeln aussieht. Und, ja. Einmal Licht, zweimal Licht,
dreimalig geht hinten an, viermalig wieder alles aus. Gut. Hüpfen mal kurz in den anderen rein, denn der hat, glaube ich, mehr Licht. Genau, der hat noch die andere Scheinwerfer. Für einmal Licht, zweimal Licht, dreimal Licht. Ah ja, jetzt sieht man es. Das sind diese Zusatzscheinwerfer, die mit den Verbreiterungen von den Schutzblechen daherkommen. Würde ich jetzt sagen, wir machen das Licht aus, hüpfen nur mal rein und machen Motor an. Ihr seht hier, ein paar Lichtchen sind angegangen, aber mehr haben wir nicht. Machen wir einmal Licht an und so. Sofort habt ihr hier eine Anzeige, die auch hier angezeigt wird. Ihr seht es hier. Genau, funktioniert also auch. Und ein paar Lichtchen gehen da zusätzlich an hier, aber sonst haben wir hier nichts. Passt aber soweit, zumindest ist hier drin beleuchtet. Sehr schön. So, Blinker hört man. Man muss das Licht ausmachen. Blinker sieht man auch. Das tut auch. Warnblinker funktionieren auch. Sehr schön. Gut. Logbuch. Oh, Logdatei. Ist, soweit ich verstanden habe, auch fehlerfrei. Und, ja. Der Mod wäre übrigens, mal den wieder ausmachen hier. Mod hat übrigens eine Größe von 32 Megabyte. Und es ist die Version 1.0. So, wenn ihr, diesen Mod jetzt haben wollt, kein Problem. Unten in der Videobeschreibung ist wie immer der Link zum Runterladen. Viel Spaß damit. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.